Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tomb Raider 2013. Jawohl, diesmal wieder mit dem Mumu. Ja, der Olle spielt wieder. Jawohl. Ey, der Profi. Der Profi. Hier der Pro. So, wir haben ja in der letzten Folge... Ja, du musst ja auch nicht so schießen, du musst anders schießen. Ich glaube... Nee. Du musst anders ziehen, du musst das... Ja? Ich weiß nicht. Oh, jetzt weiß ich gar nicht mit welcher. Du musst diesen Seilfall, du musst auf jeden Fall eine andere Taste drücken. Ja, super. Vielleicht mir jetzt auch nichts, du. Das kann ich ja, ich guck mal kurz in die Spieloptionen, ne? Okay, mach das mal. Auf jeden Fall hatten wir in der letzten Folge das Flugzeug erkundet, was abgestürzt ist. Dieses vierte Flugzeug, was wir zur Hilfe geholt hatten. Das haben wir erkundet. Wir haben ordentlich Munition gefunden und noch ein paar irgendwelche Informationen über die Insel. Inselbewohner, so. Ja, und jetzt sind wir, ist es immer noch unser Ziel, den letzten Piloten zu retten. Also wir haben es auf jeden Fall vor, ihn zu retten. Ob wir das schaffen? Oder das ob schaffen wir ihn finden? Ja, wir müssen erstmal darüber zu ihm kommen, das ist ja eine andere Sache. So, und wie weit bist du denn da jetzt? Keine Ahnung. Kampf da halten. Alt und Feuer. Alt und Feuer? Mhm, das musst du machen. Ah, super. Wo ist denn hier Alt? Da. Und jetzt Alt und Feuer drücken. Ne, ich glaube, das ist es nicht. Drück mal zuerst Alt und dann Feuer. Ne. Oh mein Gott. Hä, ich drück doch Alt hier die ganze Zeit. Was ist denn das? Stand ich da. Check diese blöde Steuerung hier nicht. Da kann ich dir nicht Kannst weiterhelfen. Ey, hör auf damit, hör auf. Ich weiß genau, was du da machst. Ja, ich habe nur den Controller geholt. Okay, Alt. Mittlere Maustaste steht da auch. Das oh, mittlere Maustaste. Alternativfeuer. Ah, deswegen funktioniert das nicht. Da. Mensch, du Doofkopf. Du bist der Doofkopf. Der hättest du auch anständig lesen können. Ja, du hast ja Alte Feuer. Ja, okay, traurig. Ja, ich hab gedacht, das wäre so, aber das heißt Alternativfeuer. Das ist nicht so, Junge. Das geht jetzt nicht. Wo ist denn dieses? Ah, du hast hinter dir ist noch so ein Geo-Gedöns. Was für ein Ding? Ah, okay, jetzt habe ich so ein Geo-Ding. Ja, da kannst du auch einfach runterspringen, wenn du das möchtest. Das geht. Ah, okay. Hast Glück gehabt. Hast du gut gemacht. Okay, 10 Erfahrungspunkte. Ja, sorry, dass wir so ein bisschen spät erst gestartet haben. Ja. Hätte ich das direkt gespielt, dann hätten wir solche Komplikationen nicht gehabt. Hm, red nicht. Muss auch mal gesagt werden. Okay, jetzt müssen wir gucken. Jetzt haben wir wieder eine Figur mehr. Wie viele Figuren haben wir jetzt angezündet schon? Keine Ahnung. So, 3. 2, 3. Nein, wir haben schon mehr. Wir ja, ich weiß. Ich mache nur Spaß. Haben schon die Hälfte von 10. Die Hälfte von 10, das ist bestimmt 3. Auf jeden Fall. So, jetzt... Nein, danke. Was war das denn jetzt? Okay, das hat mich etwas verwundert, aber das ist nicht so schlimm. Ah, guck mal, da links müssen wir rüber. Da hinten ist das, rechts war das Flugzeug. Da müssen wir rüber. Ich muss da rüber. Boah. Wackel, wackel, wackel. Jetzt hör doch mal auf, die ist so wackeln. Ja, da kann ich nichts für. Das ist der Wind, ne? Ja, genau. Hätte ich auch gesagt. Ist doch der Wind hier. Siehst du so. Ja, pass lieber auf. Was? Guck mal, du hast direkt das Ding runter. Boah, ey. Die fette Lara. Was? Ich hab nichts gemacht. Mhm. Hätte ich auch gesagt. Ja. Jetzt mach schneller. Komm schon. Du bist da, du bist da. Oh, verdammte Kacke. Hallo? Jetzt musst du E drücken. Ja, Mann. Oh, gut aufgepasst. Ja, hat doch geklappt. Wunderbar. Ja, hast du super gemacht. Echt? Nee? Und, wo ist das Zündding da, das Leuchtteil? Das ist direkt rechts von uns. Ah! Los, wir müssen ihn finden. Das hat er entzündet. Oho, und das war blau. Oho. Cool. Interesting, hä? Ja, interesting. Oh, yeah. Mal gucken, wo der Typ denn jetzt ist. So. Der Captain Jasper. Der Jessop heißt er, ja. Oh, Entschuldigung, ich habe Jasper gesagt, aber das... Ja, macht nichts. Ja. So, haben wir hier Gegner? Hoffen wir mal nicht. Oh, da ist noch eine Figur. Ja, die zünden wir direkt mal an. Hallo? E gedrückt. Ach nee, guck mal. Den können wir gar nicht anzünden. Oh, wie langweilig. Können wir das anzünden? Rod hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich.
Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge. Sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Du musst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Danke. Die macht nur eine Besichtigung mit dem Matthias. Oh, wir gucken uns jetzt mal ein bisschen um meinen Palast an. Ja, ja. Oh, Ratten. Hallo. Ja. Hi. Hi, zieh's mit der Waffe. Nein, ja, ich will euch nicht erschießen, ich wollte nur gucken. Ja, mit der Waffe gezielt kannst du halt besser gucken. Ja. Warte mal, da passiert nichts. Schade. Ich dachte, das leuchtet rot auf und dahinter explodiert das Zeug, aber ist wohl nicht so. Wo läufst du eigentlich hin? Einfach mal hier entlang. Ach, du läufst durch die Gegend hier. Durch die Höhlen. Und jetzt mit E. Hallo? Geh mal vielleicht rechts. So, jetzt müsstest du. Ah, du standst nicht richtig. Ah. So, nee, da. Ja, doch. Nee, ja, nee, was? Oh, doch, geht doch. Ah, geht schon, auch. Passt schon, ne? Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wir gehen mal hier entlang. Diese Ruinen sind älter als die Kung-Fu-Periode. Ja, genau. Ich weiß Kung-Fu, genau, was soll Kung-Fu-Periode sein? Ja, Kung-Fu. Ha-ja. Kung-Fu und so, ne? Ha-ja. Ja, genau, Kung-Fu. Nicht Kung. Nee. Ah. Eine Pilgerfahrt. Nicht Kung Fu? Ja, ich weiß. Kung Fu. Eine Pilgerfahrt? Ist man hierher gepilgert? Eine Königin. Himiko? Wahrscheinlich. Guck mal, voll windig wieder. Hm. Kein Plan. Ja. Mal gucken, wo wir jetzt kommen. Wir wahrscheinlich zu diesem Palast, oh, oder? Oh, hey! Da ist doch unser Freund. Blau. Ja, hey! Er sieht aber nicht wirklich lebendig aus. Nee. Oh. Ach du Kacke, ey. Ein bisschen geflogen. Ja, ein bisschen. Für ein Kind hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht. Aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Tötet sie! Penner. Das sind sie, die Oni-Wächter! Schön hier. Nee. Okay, jetzt sind wir auch aufgehängt. Ich frage mich eigentlich, was war das für ein Riesenviech da? Der gibt ganz komische Geräusche von sich. Da links rüber musst du. Da hin und her. Schaukeln, okay, machen schaukeln, wir mal. Schaukeln. Komm. Hopp, hopp, Reiter. Oh. Und was jetzt? Was? Das funktioniert? Ja. Was hast du denn gedacht? Oh ja, ist ja so fest aus. Die Lara hat doch ordentlich Power. Ja. Auch Power, wa? Ja, kräftig Gärtchen. Also Benzin getankt. Was geht hier vor? Wir sollten hier abhauen. Ja, dringend. Also das ist hier echt ekelig, Schlachthaufen hier. Wir haben scheinbar keine Waffen. Nee, haben wir nicht. Ja, doch, haben wir schon, aber können wir gerade nicht einsetzen. Aber die Pistole haben wir noch. Oh, pass auf, jetzt mach keinen Scheiß hier. Kommt der jetzt da? Da rollt ja das ganze Zeug so rum. Ja. Alter, ist das ein Riesentyp, ey. Oder ein Riesenviech. Ja. Also das kann schon mal kein Japaner sein, ne? Nee. Das ist zu groß. Alter Schwede. Aber ich muss sagen, es sah richtig geil aus, wie die Waffe hinter sich her schleift, die dann unten am Boden so Funken. Ja. Funken kommen. Das sieht aber richtig allgemein finde ich die Gegend hier scheiße. Scheiße? Ja. Ja, so kann man es ausdrücken. Ich persönlich finde auch, dass es etwas unpassend ist für das Spiel. Ja. Also von innen. Ausstattung da in einem Raum, da vom Design her haben die Leute da anscheinend keine Ahnung. Also nein, ich würde mein Haus jetzt nicht mit so meine ich das jetzt nicht. Nee, ich weiß, was du meinst. Auch für das Spiel hier allgemein so. So allgemein, ja. Denke ich, dass das nicht richtig ist. Haben wir irgendwas übersehen? Nee, ne? Nein, haben wir nicht. Gut. Ja, jetzt gleich kommt das. Ich weiß, ich spoilere jetzt nicht. Bekommen. Nein.
überall die... Das sind ganz viele Soldaten. Ach ja, warte mal, da war doch was noch mit dem Zweiten Weltkrieg. Haben wir doch so einen Bunker gefunden. Wir standen da oben drauf. Oh. Weißt du noch, mit diesen Lichtdingern, diese Lichtkegel da, wo du gespielt hast? Kannst du wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern, oder? Ja, keine Ahnung. Ja, weißt du nicht mehr. Auf jeden Fall da. Zweiter Weltkrieg, hat sie gesagt. Hoffentlich funktioniert das Ding. Schützengraben-Schrotflinte. Boah, geilo. Wollen wir? Ja, natürlich wollen wir. Funktioniert. Okay, man hat uns gehört. Ja, verdammt. Gehen wir mal. Auf jeden Fall, die Schrotflinte, weißt du noch, bei dem Flugzeug, wo ich gesagt habe, dafür brauchen wir noch was? Ja. Die Waffe brauchen wir dafür. Ja, damit können wir bestimmt ein bisschen Schaden anrichten. Auf jeden Fall, die ist richtig geil. Die Schrotflinte ist super. Super? Wirklich. Die Gegend aber nicht. Nee. Ich hasse Gräber. Eine Sonnenkönigin und ihre Sturmwache. Ist es das, was ich gerade gesehen habe? Himiko, die erste Sonnenkönigin. Das ist Yamatai. Du bist wirklich hier. Und wirklich, wirklich tot. Das sieht aus wie ein Feuerritual, ein Opferritual. Schrecklich. Aber warum wurden die Frauen verbrannt? Eine Reise, eine Pilgerfahrt nach... Ach, ist das dieses Kloster? Wasser eingießen. Aber warum? Und da bist du, Königin. Moment. Da wird kein Wasser eingegossen, sondern Macht übertragen. Das ist ein Aufstiegsritual. Die Wahl deiner Nachfolgerin. Da ist sie! Oh nein. Leg sie um! Ja, nicht mit uns, ne? Nein, nein, nicht mit uns. Los, mach sie fertig. Boah, Alter. Pass auf, Bart, mach keinen Scheiß hier. So. Ein Schuss und sie sind direkt tot. Du hast nur noch 7 Schuss, jetzt hast du nur noch 6. Und? Nur noch 5. Okay, einmal kannst nachladen. Noch, ja. Mach sie nicht ganz leer. Da liegt noch Munition. Und nicht vergessen, auf F war das, glaube ich. Wenn ich richtig liege, kannst du zuhauen. Probier mal aus. Ja, das stimmt schon. Oh, wow. Yo. Da, okay, wir plündern mal eben alles. War leider nicht so viel. Ich habe mit mir... Da in dem Grab... Da, die Kistchen, das meinte ich. Jetzt guck mal. Jetzt ich glaube, du kannst ja mal ein bisschen durchschlaudern. Yo. So, einen Schuss haben wir da noch. Ja. Wundervoll, jetzt haben wir alle Waffen. Ja. Hier? Ja, da, noch nicht ganz. Da. Noch nicht ganz. Da. Auf jeden Fall haben wir die 4 schon mal. Ja, 4 ich Stück haben wir. Ich noch mal die Schrotflinte, die ist ziemlich cool. Auf die erinnert mich an so eine. Ja, Schrotflinte aus dem. Was zum Teufel ist da unten los? Oh. Auf oben rechts, oben rechts. Was zum Teufel ist das? Oh, hallo. Da war der gerade. Ja, das war. Da war richtig die Party los. Schade, dass wir nicht dabei waren, ne? Warte mal. Ich habe eine Idee. Was eine Idee? Und. Vielleicht sogar eine gute Idee. Ding Dong! Gute hey, Idee. Cool! Aha. Oh. Hast du das gemacht? Ja, das war gerade ich. Oh. Habe ich dich überrascht? Ja. Das tut mir leid. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war nicht nett. Das war nicht nett. Okay. Ich muss dich doch auch mal überraschen. Oh, so. Cool. Jetzt könnten wir sogar was aufmotzen. So, das können wir... Bleib mal, ja, okay, gucken wir mal, ob wir was für eine Schrotflinte kriegen. Dann ja, einen Fähigkeitspunkt haben wir noch. Oh, wir haben 131 nur. Ein Fähigkeitspunkt? Ja. Sollen wir den direkt einsetzen? Ich weiß es nicht. Doch, ich würde vielleicht Jäger... Also hier Jäger haben wir 3, hier haben wir 2 und hier haben wir auch 3 für. Dann machen wir vielleicht mal hier.
Was können wir denn machen? Ah, Gewichtheber. Ihre erhöhte Stärke ermöglicht Ihnen die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Oh, sehr gut. Okay, erfahrener Mörder. Schalten Sie Ihre Feinde mit Finesse aus, um größere Belohnungen zu erhalten. Entschuldigung. Okay, ja, nee, wir nehmen das linke. Wir machen das erstmal so. Okay. Meister. Maximiert Gesamtmunition für die Waffen. Für die Waffen, die Sie mitführen, bla 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 bla. Ja, wissen wir schon alles. Neue Fähigkeit gemeistert. Oho, wir haben eine neue Fähigkeit gemeistert. Ja, dann, was haben wir hier? Ausrüstung. Ja, ist jetzt nicht so viel. Der Schrottos Flintos. Oh, Laufmantel. Volle Drosselung. Mindestens 300. Gepolsterter Griff. Wow. Volle Drossel. Also da können wir ordentlich was machen. Aber den gepolsterten Griff finde ich nicht so schön. Findest du nicht so schön? Warum nicht? Ja, weil das so, nee, so ungewickelt ist, meinst du, ja, oder was? Das gefällt mir nicht. Das gefällt dir nicht. Aber muss trotzdem, ja, die ist machen. Ziemlich cool, die Schrotflinte. Ja, die ist ziemlich cool. Aber wir können leider nichts aufpimpen und sonst wahrscheinlich auch nicht. Nee, mit 100 kommst du nicht weit. 131, Entschuldigung. Ja, dann, ja. Was machen wir? Gehen wir weiter? Wir machen an der Stelle Schluss. Na dann. Und gucken hoffen uns, wir sehr, dass euch diese Folge gefallen ja, hat. Ja, das hoffen wir sehr, dass dir die Folge gefallen hat. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Und sagen dann auf Wiedersehen. Ja, genau, auf Wiedersehen. Tschö.